Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wavenger! 3 Wochen später. Wir sind schon bei 50%, wir sind nach wie vor ein Zombie, das ist sehr interessant. Auf jeden Fall machen wir heute ein paar Sachen, die in den Kommentaren standen. Der Smiley hat sich nämlich in der letzten Folge schon beschwert, dass ich nicht auf die Kommentare eingehe. Aber dabei, ich habe die letzte Folge einfach aufgenommen, kurz nachdem ich die erste Folge aufgenommen habe, weil dieser Patch rauskam und bla bla bla. Egal, jetzt ist Jahr 16, Tag 300, Leute. Jetzt kommen bestimmt die Spartaner oder so. Der Älteste hat die Leiche von Tinko gefunden und mit einem Zauberspruch wieder zusammengefügt. Ach ja, wir sind nochmal die Klippe runtergefallen, ne, so war's. So, wir werden dieses Mal nicht das Schwert mitnehmen, denn was machen wir sonst? Also, wir gehen hier erstmal raus und Smiler meinte, ich soll mich mal von diesen lilanen Dingern einfach töten lassen. Da wäre ich niemals im Leben drauf gekommen, aber ist ja eigentlich sehr sinnig. Hier, töte mich, dankeschön. Weil das ist auf jeden Fall auch ein anderes. Tinko erwartete, dass diese kleinen Diener harmlos sind oder zumindest nur ein Herz seines Lebens rauben. Ratet mal, genau das haben sie genommen. Das schwache und kleine Herz von Tinko. Oh nein, armer Tinko. Bitte nerf das! Echt mal, viel zu OP, diese lilanen Dinger. What the hell, Entwickler? Nerf diesen Scheiß. Guck mal, unter 50%. Geil. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob die Prozente mit jedem neuen Ende runtergehen oder ob dieses Ende, das wir jetzt hatten, tatsächlich nur 47% der Leute hatten. Haben sich wirklich nur 47% der Leute von diesem lila Ding töten lassen? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Da müssen wir auch nochmal drauf achten. Jeder in der Stadt wusste, dass Tinko ein herzloser Bastard war. Also war die Wunde nicht so schlimm für ihn. Aber vielleicht war es doch keine schlechte Idee, das nächste Mal ein Schild zu tragen. Wir sind nach wie vor ein Zombie. Oh, der Typ ist jetzt weg. What? Nur weil er uns getötet hat, ist der jetzt der neue King hier, oder was? Nö. Keine Ahnung. Wo ist denn jetzt der Gegner hier hin? Der wurde wirklich genervt, ne? Der ist jetzt einfach weg, weil er zu stark war. Alles klärchen. Auf jeden Fall werden wir heute kein Schwert und gar nichts mitnehmen. Denn der Yonix und die Kim gemeinsam meinten, ich soll einfach mal ohne Schwert irgendwo hinlaufen. Und der Kloxen meinte, weil hier unten war ja so ein Schild drin, da stand, hinter dem Schwert ging's weiter. Und deswegen denke ich mal, ist hier ein Geheimraum. Ja, Kloxen, du hattest recht. Danke für den Tipp. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass hier irgendwo noch ein Geheimraum ist. Ich glaube, ich muss in viel mehr... Ja, hier. Ich glaube, ich muss in viel mehr komische... Stirbt man da? Nee. Gegen viel mehr Wände laufen, weil sonst verpasse ich hier, glaube ich, einiges. Eine Kiste! Was wird da drin sein? Ein Schmuckstück. Okay, ein Schmuckstück. Was bringt mir das? Ich habe ein Schmuckstück, Leute. Das kann ich doch bestimmt den Drachen geben oder so, oder? Ich habe ein Schmuckstück, okay. Das ist sehr interessant. Was gibt's hier unten noch? Hier, diese Dinger verstehe ich immer noch nicht, was diese gelben Dinger hier sein sollen. Aber sie sind erstmal da. Wo sind wir denn jetzt hier? Hier gibt's überall Knöpfe und so einen Scheiß. Keine Ahnung, ich drück mal den Knopf, dann geht bestimmt die Lava hoch. Aha. Okay. Da oben ist der Stein runtergekommen. Was bringt mir das? Kann ich jetzt irgendwo anders hin? Jetzt komme ich auf jeden Fall hier wieder hoch. Aber, hä? Soll ich mich da umbringen? Verstehe ich nicht. Egal. Da oben rechts ist auch noch irgendwas. Da funkelt irgendwas. Seht ihr das? Das da irgendwo. Hier geht es auch noch weiter. Das Westtal. Oh, es gibt so viele Wege schon wieder. Aber ich wollte eigentlich erstmal die Sachen abklappern, die ihr in den Kommentaren geschrieben habt. So, was haben wir noch hier rechts? Noch mehr Knöpfe. Eine Brücke kommt rüber. Ja, geil. Nimm mich bitte mit. Ah, beide Knöpfe wurden jetzt gedrückt. Ah, guck mal, das ist ein Pfeil da unten, der nach rechts zeigt. Ah ja, verstanden. Und wie hier. Hier werden wir bestimmt irgendwie zerquetscht. Jetzt sag mir nicht, wir kommen da nicht hoch. Dein Ernst? Ich habe schon nichts mitgenommen und wir kommen da trotzdem nicht hoch. Ja, GG. Okay, dann bringt uns das hier gar nichts. Wieso? Wegen diesem einen Schmuckstück jetzt, oder was? Meint ihr, die Brücke ist jetzt für immer unten? Werden wir sehen, Leute. Wenn wir jetzt wegen diesem einen Schmuckstück einfach zu schwer sind, dass ich da nicht hochhüpfen kann, dann ist das richtig sad, Leute. Und ich habe jetzt natürlich mein Schwert nicht dabei, deswegen ich komme hier gar nicht vorbei. Was wir aber noch machen können, wir können ja hier einfach links weitergehen. Dann sollten wir ja da rauskommen, wo wir da unten auch schon gesehen haben, ne? Ja. Hier ist halt der Berg, da könnte man sich jetzt durchbuddeln. Hier haben wir Wasser. Ja, gut, dass wir so ein toller Schwimmer sind als Zombie. Da unten ist noch ein Schild und hier ist der Laden. Oh, und unser Hint hat doch gesagt, verhandel einen Rabatt. Hier, ich habe ein Schmuckstück. Ich bin zu 100% ausverkauft. Es tut mir leid. Keine Sachen für dich. Aber ich habe doch ein Schmuckstück. Und bin ein Zombie. Ich fresse dich einfach auf. Du bist meine Ware. Was war das eben? Habt ihr das gesehen? Guck mal da oben. Jo, da ist was. Aber ich komme da nicht rein. Der ist einfach eine Kiste. Okay, tschüss, Ladentypi. Ganz schön schlechter Laden, wenn er nichts da hat. Oder ein sehr guter... Oh. Oder ein sehr guter Laden, weil er einfach alles verkauft hat. Was haben wir hier? Hallo, geheimnisvolle Tür. Da oben ist noch ein Hint. Ich kann hier halt gar nichts machen. Ich raff das alles nicht. Gibt's denn hier noch irgendwas? Hi.
Ich bin Juan. Bist du aus Spanier? Einer der spanischen Schöpfer dieser Welt. Ich genieße hier nur die Aussicht. Grins. Okay. Hi. Das ist dann wahrscheinlich ein Entwickler, gell? Wir kommen nirgendwo hin. Was ist das für eine Kacke? Oh, Gegner. Hallo, Gegner. Nein, ich will nur hier oben rein. Diese Kanone zielt auf die dunkle Festung für den Expressversand. Bitte nicht anfassen, der Ladenbesitzer. Nicht anfassen, alles klar. Tachi, Tachi! What? Die Kanone explodierte heftig und schickte Tinku direkt in einen Felsen. Die Verwendung von Kanonen war in der Tat ein schneller Weg, aber nicht der sicherste. Eine 95% Verfügbarkeitsgarantie ist manchmal nicht ausreichend. Welp. Tinku erhielt Millionen von der Kanonenfirma, gab aber alles für medizinische Versorgung und Schönheitsoperationen aus. Erinnere dich, Tinku, diese Kanone haben eine 5%ige Ausfallchance. Ja, wir sind eine Prinzessin, Leute. Das hat sich gelohnt, die Schönheitsoperation hier. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt haben wir gar nichts, ne? Jetzt haben wir nicht mal mehr die andere Sache. Ich weiß nicht, ob wir jetzt halt hoch genug köpfen können für irgendwas. Aber eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch ausprobieren. Und zwar, dafür dürfen wir auch gar nichts dabei haben, damit wir hier oben hingehen können. Das meinte auch der Yonix. Wir können ja einfach hier über die Burg rüber und dann kommen wir ja auch raus. Und an dem Dude hier vorbei, den wir uns auch nochmal töten können. Ach, hier kann man auch noch rein. Ja, lel. Und dann kommen wir ja einfach hier vorbei. Ohne, dass er die Brücke runter machen muss. Was gibt's denn hier Schönes? Mr. Hux befreit die verborgenen Kräfte der Liebe, verbietet aber die Anwendung von Gewalt. Wer ist Mr. Hux? Was ist hier drin? Wir sind im Prinzessinnenzimmer. Du hast... Was? Mr. Hux haben wir gefunden? Oh. What? Das war nicht mehr mit Absicht. Unmittelbar nach der Adoption von Pavlo füllte Tinku sein Herz mit der Liebe vermisster Katzen. Leider füllte sich auch die Kehle mit Haarballen auf und er erstickte schließlich in seinem Bett. Tja, doof das. Aber wir waren ja auch eine kleine Prinzessin, wir haben uns ja quasi umoperieren lassen. Wir sehen so ein bisschen wie Cloud Strife aus, oder? Mit den goldenen Haar und diesen roten Schal. Gibt auf jeden Fall noch eine Cloud-Variante davon. Wenn wir jetzt noch so ein riesiges Schwert hätten, dann wird das passen. Jede Katze im Königreich weinte um den Verlust von Tinku. Pavlo, da oben ist eine Katze oben rechts, seht ihr die? Seht ihr die? Da ist eine Katze! Pavlo schwor, sein Wille zu übernehmen und bereitete sich auf ein neues Abenteuer vor. Wir sind eine Katze! Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau. Sind hier mal Katzen? Miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Haben wir jetzt neun Leben, weil wir eine Katze sind? Hallo, ich bin eine Katze. Ich komme hier leider nirgendwo vorbei. Wo wollte ich denn überhaupt nochmal hin? Ich wollte zu diesen roten Edelstein nochmal. Weil da meinte die Kim, dass ich... Oh, aua, ey. Da meinte die Kim, dass man da höchstwahrscheinlich ohne Stuff ganz gut hinkommen sollte. Aber ich weiß gerade gar nicht den Weg mehr dahin. Können wir als Katze schwimmen? Ja, okay. Na gut, wenn wir schon hier sind, dann machen wir das mit dem roten Kristall später. Der wird aber bestimmt noch wichtig sein. Aber hier kamen wir ja letztes... Das ist ein Hint. Hier kamen wir ja letztes Mal auch nicht hoch. Ich hoffe, wir kommen hier noch hoch, wenn ich hier runtergehe. Wenn nicht, dann wäre das richtig sad, Leute. Du hast einen Hinweis gefunden. Ja, erstmal angucken. Was steht denn da Schönes drin? Kleine lila Süßlinge. Okay, ich diese Hints verstehe ich nicht, Leute. So, dann schauen wir mal hier weiter. Aber super unlogisch, dass wir einfach als Katze hier rumschwimmen können. Also, wäre ich eine Katze, dann würde ich das nicht mit mir gefallen lassen. Aber ich finde das so witzig, dass wir eine Katze sind. Schade, dass wir nicht fauchen können oder so. Pavlo, ich bin Pavlo. Wo sind wir jetzt? Die dunkle Brücke. Hier könnte man sich noch runter bauen. Aber sonst... Hallo, da ist wieder ein Knöpfchen. Knöpfchen auf der rechten Seite im dunklen Wassergrab. Nein! Jetzt habe ich mich selbst eingesperrt. Das ist ja super dumm. Immer schön gegen die Wände laufen, man weiß ja nie. Muss ich mich jetzt umbringen? Hallo? Ist etwa ein Geheimraum? Nur Wartungspersonal. Bin ich. Ich bin Wartungspersonal. So, was ist passiert? Man weiß es nicht. Oh. Wir haben eine Brücke gebaut. Yeah. Was Katzen nun mal so machen, ne? Noch so ein Ding? Nur Wartungspersonal? Ich bin Wartungspersonal. Ich war in einem früheren Leben ein Klempner. Hallo. Was machst du? Bist du böse? Hallo? Hallo, lila Ding? Was tust du hier? Nur dunkle Diener und Bierlieferung erlaubt. Hä? Ah, doch, die sind doch böse. Aua. Warum tut er mir weh und der andere nicht?
weiß nicht, was ich hier machen soll. Was gibt's hier? Wasserfallpassage. Lalalala, ich bin da! So, second try. Wir machen einmal kurz den Schalter hier aktivieren. Wieso geht das nicht? Weil wir zu klein sind? Doch, okay. Nein, ich wollte da runter! Oh, jetzt kann ich auch diesen einen Weg nicht mehr laufen. Das ist super lame. Was mache ich denn da? Eine Macht ohne Grenzen ist an der Spitze dieses Tempels versiegelt, außerhalb der Reichweite von der dunklen Lord. Von der dunkle Lord. Der heißt einfach so. Der dunkle Lord. Hallo, ich bin der dunkle Lord. Ja, das passt sogar. Aber andere müssen ihn auch so ansprechen. Und hier oben ist dieses komische Artefakt. Das haben wir auch schon gesehen, als wir uns nach oben katapultiert hatten. Es gibt einfach überall Geheimräume, Leute. Finde den Herrscher deines Herzens. Alleine meinem Herrchen gehört mein Herz. Nein, eigentlich ist mir mein Herrchen völlig egal. Der soll mir nur Essen geben und mich in Ruhe lassen, wenn ich schlafen will. Ab und zu darf er mich nochmal streicheln, aber sonst... dann soll er mich in Ruhe lassen. So, guck, da oben ist nämlich eine Himbeere oder so. Hi. Hi, ich bin Miguel. Das sind wirklich alle Spanier, ne? Miguel ist doch auch ein spanischer Name. Einer der Schöpfer dieser Welt, ich sammle hier nur ein paar Erdbeeren. Stimmt, das da oben ist auch eine Erdbeere. Dumme Katze, weiß nicht mal den Unterschied zwischen einer Erdbeere und einer Himbeere. So, hallo. Du hast die Erdbeere. Man muss Erdbeeren wirklich lieben, um einen Berg zu besteigen. Pavlo hat sich auf dem Rückweg ein Bein gebrochen, aber diese Erdbeere war es absolut wert. Ja, Erdbeere. Meine Erdbeere! Meins! Pavlov wurde in Makroberg verloren. Wurde verloren? Das klingt falsch. Was war los mit diesem Ort? Sein entfernter Cousin beschloss, dorthin zu gehen, um zu sehen, ob er ihn finden konnte. Wieso ist der Cousin einer Katze wieder so ein Zwerg? Man weiß es nicht. So, jetzt holen wir uns auf jeden Fall nochmal diesen roten Edelstein. Aber wie komme ich denn da hin ohne Schaufel? Hä? Oder kann ich die Schaufel irgendwie loswerden? Ohne Witz, ich habe keine Ahnung mehr, wie man da hinkommt. Au, also ich kann natürlich da links vorbei, aber da waren wir doch eben auch schon. Was habe ich denn falsch gemacht? Ich komme da doch nur mit einer Schaufel oder einem Schwert hin, oder nicht? Ja, hier brauche ich spätestens die Schaufel. Wenn ich mich hier runtergraben könnte, dann würde ich bei diesem roten Stein sein, aber ich komme da sonst nämlich nicht hin. Mega sad, Leute. Na gut, dann gehen wir einfach mal aus dem Brunnen raus und gucken, wo wir hinkommen. Die Bergstation! Okay, da bei dem Stein rechts waren wir ja schon mal. Hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Mit Bomben! Aha! Haben wir die jetzt für immer oder nur für diesen One? Oh, jetzt sind wir aber mega schwer. Jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Kommt man dann wenigstens hier hoch? Okay, wir müssen uns auf jeden Fall hier durchsprengen. Ich vermute mal, wir verlieren Leben, wenn wir da zu nah dran stehen. Aha, jetzt können wir diese komischen Steine da zumindest wegmachen. Hier hoch kommen wir nicht. Gut, schauen wir uns mal weiter rechts hier um. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas. Aber ich komme hier auch nirgendwo hoch. Ja, geil, finde ich richtig gut. Wozu habe ich denn dann hier freigesprengt? Das ist ja super unnötig. Kann ich den Kack irgendwie wieder loswerden? Da hoch komme ich auch nicht. Ach Mann! No! Oh Mann, Lump. Warum stirbst du, Lump? Warum tust du das? Auf ein neues! Jetzt ohne Witz, ich komme da nicht hin. Hier brauchten wir halt die Bombe. Wenn das irgendwie gehen könnte. Na gut, dann gehen wir hier einfach mal nach rechts. Aha! Ein Geheimweg! Mit einem Schurken drin! Aber der ist mir egal. Hier unten ist eine Kiste. Was bist du? Eine Rüstung? Eine Hakenklaue? What? Ja, lul. Einfach genauso wie bei Zelda. Oh, damit kommen wir auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Oh nein, man kann die nur einsetzen bei diesen... Bei den Dingern da. Die so ein bisschen heller sind. Oh nö. Bringt mir das dann überhaupt irgendwas? Ja, ich kann das nur da einsetzen. Okay, das heißt, wir kommen hier auf jeden Fall überall hoch. Sehr interessant. Hier kommen wir nicht hoch. GG, kann man sich bewegen, während man das macht? Nee. Der zieht sich einfach nur hoch und dann war's das. Oh Mann. Come on, ich will da hoch. Ich kann überhaupt nichts machen, Leute. Man ist immer instant zu schwer. Okay, wir haben jetzt den Greifhaken und wir könnten gleichzeitig noch die Bombe holen. Ist die Frage, ob uns das irgendwas bringt, beides zu haben. Nehmen wir mal beides mit und schauen, was passiert. Boah, wir werden immer schwerer und schwerer. Okay, dann könnten wir zumindest... Nee, kommen wir hier hoch? Ich glaube fast nicht. Doch, oh, wir kommen hier hoch, Leute. Und wir können den Knopf drücken. Okay, da scheint da drüben eine Brücke. Also kommen wir hier schon mal weiter. Hier sind noch mehr von den Dingern. Aha, also ist das wirklich dafür ausgelegt, dass man hier mit diesem Greifhaken ankommt? Oh, aber hier waren wir schon mal, ne? Wir können doch bestimmt... irgendwie richtig cool mit dem Greifhaken darüber. Ah, nice.
Das haben wir geschafft. Das sieht mir aus wie eine Falle. Oh Gott, ich werde so sterben. Nur einer dieser Wegweiser in dieser Kammer lügt. Okay. Was steht denn auf dem anderen? Die Truhe auf der linken Seite enthält etwas Verderbliches, die rechte enthält etwas Dunkles. Ja, ist die Frage. Lügt jetzt das rechte Schild? Oder lügt das linke Schild? Er sagt die Wahrheit, dass er lügt? Aber dadurch lügt er ja. Hä? Dann kann ja nur das andere, der andere Wegweiser falsch sein. Weil sonst wird er ja die Wahrheit sagen. Ach so, wenn der die Wahrheit sagt? War die ganze Zeit der Mauszeiger hier drin? Das tut mir leid, Leute. Hä, nur einer dieser Wegweiser in dieser Kammer lügt. Da oben ist übrigens auch noch einer, ne? So, der eine ist weg. Was steht auf dem? Dies war nicht der richtige Hebel. Der sagt hier, das ist bestimmt das Falsche hier. Nein, ich will nicht sterben. Oh Mann. Lump konnte den Geruch von köstlichem Bier in dieser Truhe nicht widerstehen, obwohl die Stachelfallen an den Seiten des Raumes eine ziemlich offensichtliche Botschaft aussandten. Diese Stacheln füllten das Loch in Lumps Magen, aber nicht sein Abenteuerdurst. Schöner Spruch. Ja. So, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich an das Ding rankommen soll. Ich bin, glaube ich, zu blöd dafür. Wir können natürlich hier auch noch oben auf den Berg rauf. Hallo, hast du was zu sagen? Kleiner Vogel, du hast das Huhn! Ja! Okay, damit können wir schweben. Das ist ganz toll. Jetzt kommen wir hier ganz nach oben rauf. Und schweben! Ui! Wo werden wir rauskommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich schwebe einfach mal. Wir kommen einfach bei der Burg raus. Geh da. Hi. Ich hab ein Huhn oder so. Wollt ihr das nicht haben? Wer will denn das haben? Was bringt mir das? Dann halt nochmal an die linke Seite. Ui! Je, trage mich bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Super. Nein, ich wollte da nicht rein. Obwohl, wir haben jetzt den Vogel. Wir haben den Vogel. Geht das nur mit dem Vogel? Okay. Hier waren wir aber schon mal. Oder wir hatten einfach sehr viel Pech beim letzten Mal. Diese 5%, dass wir gestorben sind. Hier geht's auch noch rechts weiter. Das haben wir uns ja letztes Mal verbaut. Was bringt mir dieser Vogel? Oh nein. Why? Ich will ja nicht sein. Die Dinger fallen doch bestimmt runter. Nee, tun sie nicht. Okay, danke. Will ich hoch? Will ich hoch? Oh Gott, Vogel! Vogel, was passiert? Oh Gott, Vogel, wir werden zerquetscht! Okay, alles gut. Hier ist doch garantiert ein Geheimweg. Kannst du mir nicht erzählen? Was bringt mir das? Knöpfe sind eigentlich böse, aber ich drück sie mal trotzdem. Okay. Endboss hier, oder was? Ich glaube, wir sterben auf jeden Fall. Bin leider zu schwer, um hier rauszukommen. Shit. Ich meine, Folly, it's a trap! Tja. Glaub. Dann kann ich nur sterben. Tja, Leute. Oh, ihr seid so gemein. Sie sind nicht so schwach, wenn sie alle auf einmal kommen. Ja, wir haben uns einfach als Trampolin missbraucht. Lump war zahlenmäßig unterlegen, besiegt und wurde schließlich als Spielball verwendet. Nach monatelanger Folter ist Lump nach Hause geflohen, aber die Folgen waren hart für ihn. Bin so gespannt, was wir jetzt sind. Jetzt sind wir auch so ein Viech. Kleiner Dieners Haus. Wir sind jetzt auch so ein Diener. Meint ihr, die greifen uns jetzt immer noch an, obwohl wir so ein Diener sind? Wieso haben wir so komische Haare? Ach, das sind unsere Arme. Okay. Ich will aber immer noch an diesen roten Stein. Was gibt's hier oben noch? Oh, hi. Wir ziehen mit dieser Kanone nach Westen, falls der Drache erneut zuschlagen möchte. Aber wir haben keine Munition mehr. Ich bin eine sehr gute Munition. Schießt mich los. Ich habe das bei Mario gesehen. Das kann gar nicht schief gehen. Hui. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay, also mit den Kanonen kommt man einfach schnell hin und her. Wie kriegt man diese Brücke hier hoch? Leute, ich habe eine Idee. Man kann hier mit dem Greifhaken hoch. Und da oben sind Kanonenkugeln. Nun denn. Aua, oh nein. Nein! Wieso tötest du mich? Wir sind doch eine Klasse. Mann, ey. Wir sind doch eine Familie. Oder bin ich irgendwie ein ausgestoßener kleiner Diener? Was soll denn das? So, jetzt aber. Gib mir den Scheiß hier. Dankeschön. Ah, wir kommen trotzdem nicht in die Burg zurück. Nein, wie komme ich denn in die Burg jetzt? Also ich komme auf jeden Fall hier wieder rüber.
Doch, ich komme hier nicht mehr hoch. Shit, sonst hätte ich das Schwert noch, dann könnte ich hier einen wegmachen und dann würde ich hier hochkommen. Dann würde ich mich einfach mit der Kanone rüberschießen und dann könnte ich von der linken Seite wieder in die Burg rein. Aber so kann ich jetzt leider gar nichts machen. Okay, Zeit für ein Harakiri. Verlassen. Wieso kann ich kein Harakiri machen? Ach, weil ich kein Schwert hatte. Holen wir uns mal kurz das Schwert. Machen noch einmal Harakiri hier. Kleiner Diener war ahnungslos. Er wollte nur ein neues Ende und als er es nicht finden konnte, fühlte er sich von innen heraus leer. Also beschloss er, sich mit seinem Schwert aus dem Elend zu befreien. Kleiner Diener hat sein ganzes Leben in Form einer Bildergalerie gesehen. Aber warte, er war nicht tot. Er sehnte sich nach mehr Abenteuer. Oh nein. Okay, also wir holen uns jetzt das Schwert, holen uns den Greifhaken. Jetzt holen wir uns noch die Bombis. Jetzt, nein, wir kommen hier nicht mehr hoch. Nein, weil wir zu schwer sind. Oh, ist der träge, der Dude. Aber die Brücke ist unten, weil wir sowieso das Schwert hatten. Von daher alles cool. Jetzt können wir mit der Bombe hier das garantiert aufsprengen. Hallo? Ich habe eine Bombe. Nein, wieso geht das nicht? Oh, Bullshit. Mein ganzer Plan, zunichte gemacht. Wisst ihr was, dann können wir uns auch gleich alles mitnehmen. Nein, ich will das Schild. Ich komme da oben nicht an. Lass mich doch bitte da hoch. Ach, Mann. Ja, lol, jetzt komme ich einfach nirgendwo mehr hoch. Dann gehen wir eben nochmal den Berg hier hoch. Was war nochmal da rechts? Ich habe schon wieder vergessen. Ach, der Scheiß. Okay, also wir könnten das hier nochmal probieren mit der Kiste. Hier ist übrigens überall Blut jetzt. Finde ich richtig gut. Wollen wir es nochmal probieren oder wollen... Wir gehen erstmal hier hoch und gucken, was passiert. Was ist denn hier noch? Noch ein Gegner. Dunkle Klippe. Bier? Bier! Klar, hier, Bier. Der will Bier haben. Dann müssen wir... In der einen Kiste war halt Bier drin. Okay, der will Bier haben. Und bei den Dingern hier können wir uns auf jeden Fall hochwubbeln. So, wir könnten jetzt da erstens rechts rein. Was gibt's denn hier? Nur Wartungspersonal. Hier waren wir schon mal drin. Ja gut, drücken wir das einfach mal. Nein, ach, das macht ja nur die Brücke runter. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen, wenn ich das nicht getan hätte. Dann hätten wir die Brücke nämlich richtig geil nach oben gekonnt. Ui, Knopf, ich drück die gerne. Tschüss. Bitte versuche nicht die Prinzessin zu retten, während ich weg bin, der dunkle Lord. Na gut, mache ich nicht. Hab sowieso meine einzige Chance, sie zu retten, gerade, glaube ich, kaputt gemacht. Die ist bestimmt da oben. Was gibt's denn hier unten? Wenn du dies liest, wirst du wahrscheinlich bald tot sein. Ja, denke ich auch, weil das Teil jetzt von oben runterkommt. Hilfe! Nein, ich will nicht sterben! Nein! Welche Geheimnisse würden unter diesem mysteriösen Aufzug liegen? Nun, zumindest eine Lektion. Es ist keine gute Idee, sich in den Schacht fallen zu lassen. Pip, jetzt ist wieder so ein zerquetschtes Ding. Oh nein. Er braucht schon Knochen. Mit einer positiven Einstellung gelang es Lump, seinen ekelhaften Körper zu beleben, der nun auf Fleisch und Muskeln reduziert ist. Cool, gefällt mir. Aber ich weiß gerade nicht so recht, wo ich hingehen soll. Also ich könnte hier den Berg wieder hochklettern. Oben ist halt die Erdbeere. Warte, hier rechts gab es, glaube ich, auch noch einen Geheimweg, ne? Hier? Ja. Was haben wir denn hier? Lava, Schild. Oh, die Dinger gehen runter. Das ist natürlich blöd. Hi. Überlege zweimal, bevor du auf diesen Plattform springst. Okay. Die brechen auf jeden Fall weg. Das heißt, wir nehmen den ersten. Oh, shit. Gut. Wir kommen nicht mehr zurück. Tolle Sache. Danke dafür. Aber ich konnte keinen überspringen, Leute. Oh, nein. Doch, ich hätte gleich auf den zweiten springen sollen. Na schön, was passiert denn, wenn wir Enterhaken und Schwert holen und uns jetzt hier rüber schießen lassen? Ich hoffe, das funktioniert. Dann sollten wir wieder beim Laden zumindest hinkommen. So, ich habe leider nur noch ein Leben. Das heißt, wenn hier gleich ein Gegner kommt... Okay, wir sind beim Laden und haben den Greifhaken. Heißt, wir können jetzt auf jeden Fall hier oben hin. Hier gibt es eine Kiste. In dieser Kiste ist ein Atomsprengkopf, ganz klar. Okay. War doch klar, dass das hier oben ist, also jetzt ohne Witz. Hi, ich habe deinen Atomsprengkopf. Was soll ich damit machen? Was ist denn, wenn wir den Scheiß hier einfach abschießen? Ja, knall den Kack weg. Sehr gute Idee. Nachdem er die traditionellen Abenteuertaktiken satt hatte, beschloss ekelhafte Kreatur direkt an die Zerstörung von der dunklen Lord heranzugehen. Einfach alles vernichtet. Sehr gut. Es war super effektiv. Geil. Guck, gewonnen. Haben wir geschafft. Prinzessin wurde zwar nicht gerettet, aber alles tot. Ist auch nett. Ekelhafte Kreatur kam nicht zur Ruhe in dem Wissen, dass sie die Festung in nur einem Monat wieder aufgebaut hatten. Dieses Mal würde er die Wurzel des Problems angehen. Was? Die haben sie einfach wieder aufgebaut. Gibt's doch gar nicht.
So, was machen wir jetzt? Wir gehen nochmal kurz zu dem Entwickler dahin und töten den. Hallo, dein Spiel ist scheiße, ich töte dich. Palle 8, Palette freigeschaltet. Ja, es ist gar kein Ende. Nein, wieso ist das kein Ende? Aber wir haben eine neue Palette. Palle 8, Palle 8. Das ist ja super hässlich. Das will ich nicht, nein. Die Palette war ja super hässlich. Dann töten wir einfach den Shopkeeper. Das ist so ein Schild. Stirb, Shopkeeper, du hast dein Laden ist scheiße. Ein Ladenbesitzer zu sein ist hart. Niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten, schlechte Kunden. Einfach beim Vorbeigehen getötet. Und der gelegentliche Serienkiller, der in deinen Laden kommt, dich ersticht und all deine Sachen stiehlt. Der Klassiker. Der Kunde hat immer recht, genau, wir sind hier der König. Das Geschäft von ekligen Kreaturen mit gestohlenen Waren verlief nicht so, wie er gedacht hatte. Und so wachte er auf, um nach einer abenteuerlichen Alternative zu suchen. Aber wir sind nicht reich, sehr lame. Kann man so eine Katze töten? Aber ich, oh nein, mit Schwert komme ich da gar nicht hoch, ne? Als ob das auch ein Ende ist. An manchen Tagen hat man einfach keine Lust. Der Tag, an dem ekelhafte Kreatur im Bett blieb, stieg das Bruttoinlandprodukt des Königreichs um 200%. Der dunkle Lord zog sich aus Langeweile zurück und das Heilmittel für alle Krankheiten wurde gefunden. Gut gemacht, ekelhafte Kreatur. Sehr gerne. Ich bin der beste Held aller Zeiten. Einfach mal im Bett bleiben. Dann passieren gute Sachen in der Welt. Was heißen diese die Notizen, die da auf der Wand sind, das sind die Hinweise, die ich bekommen habe. Deswegen waren auch einige Hinweise schon wieder weg, die ich gefunden hatte. Okay, das war ein gutes Nickerchen. Wie lange hast du geschlafen, ekelhafte Kreatur? Keine Ursache. Es ist Zeit, aufzustehen und ein Abenteuer zu finden. Guck mal, da liegt einfach die Leiche von unserem Vorgänger. Hallo Drache, ich kann leider nichts machen. Hä? Es scheint, als wäre jemand gegangen, ohne das Spiel anzuhalten. Ohne angemessene Vorsorge und Abenteuer starb ekelhafte Kreatur bald. Ich hoffe, deine kleine Pause war gut. Jemand ist an deinen kleinen Plausch oder deiner Pipi-Pause gestorben. Lol, Leute. Ich war nur kurz in Pokémon Go, um ein Glücksei zu aktivieren, weil ich da super Freunde bin mit einem anderen Typen und weil man dann doppelte Punktzahl bekommt. Das stirbt mein Viech einfach weg. Ja, lol. Na gut, ich wollte auf jeden Fall noch ein Ende dazu bekommen. Jetzt haben wir unser Ende. Von daher würde ich sagen, was ist dann aber mit dieser Folge? Ich habe auch nicht mehr so viele Wege irgendwie, wo ich hingehen könnte. Vielleicht verpasse ich irgendwas. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, dann sagt doch Bescheid. Und dann würde ich sagen, was ist aber mit dieser Folge? Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.